Guten Morgen. Ja, so sieht's hier aus, wenn ein bisschen Schnee am Möhnesee liegt. Ich bin leicht enttäuscht, weil bei uns, wo eigentlich immer weniger liegt, deutlich mehr ist. Aber es ist trotz allem schön anzusehen. Ich wollte euch heute mal so ein bisschen was erzählen zum Thema Standheizung oder doch lieber heizen mit Strom über die Solaranlage. Werde aber gleich meinen Standort nochmal wechseln. Daher würde ich sagen, wir sehen und hören uns gleich. Ja, wie ich vorhin schon mal erwähnt habe, melde ich mich jetzt von einem anderen Standort. Und zwar habe ich gewechselt Richtung Staumauer Möhnesee. Oh, ich hoffe, die Musik ist im Hintergrund nicht zu laut, aber ich glaube, das stört nicht groß. Ja, heute zum Thema Heizen. Es kam in letzter Zeit oft Fragen wegen Standheizung. Ist ja momentan auch der Renner an Videos, auch diese China-Diesel-Standheizungen. Das mag alles eine feine Sache sein, habe ich auch kein Problem mit. Wenn ich einen Diesel hätte, würde ich das auch direkt verbauen wahrscheinlich. Aber da ich einen Benziner habe, gibt es da nicht ganz viele Möglichkeiten. Und wenn ich dann Preise sehe für eine Benzinstandheizung von, ab 1000 Euro, wo man dann auch noch das ein oder andere Negative von hört, ist man schon ein bisschen abgeschreckt. Ich komme hier mit diesen Heizungen auch bis jetzt gut klar. Das heißt, es sind Elektrolüfter bzw. so ein Heizstrahler. Dieser linke Elektrolüfter hat wahlweise 1000 oder 2000 Watt, hat so ein eingebautes Thermostat und man kann die Temperatur regeln, halt digital an so einem Display. Zeige ich euch gleich nochmal. Und bei dem anderen ist es so, dass man im Grunde oben die Taste drückt und dann seine Heizstufe auswählt. 400 Watt ist einer und jeder weitere hat nochmal 400, sodass man auf gesamt 1200 kommt. Wobei ich gleich vorab sagen muss, das rechte Gerät als Heizstrahler nehme ich, wenn ich nur über Solar meinen Strom beziehe, lieber, weil ich dadurch wesentlich länger eine angenehme Temperatur hier drin habe. Ich will nicht sagen, es ist mollig warm, aber ich stehe jetzt gerade eine Minute hier und habe 12,2 Grad. Ja, eine Minute ist untertrieben. 10 Minuten habe ich hier gestanden, hatte den mal kurz an. Und finde das schon okay, dafür, dass wir draußen minus 6 Grad hatten. Heute Morgen, ich weiß jetzt nicht genau, wie viel Grad wir haben. Mein Außensensor habe ich in meiner Kühlbox liegen und da sind 3,7 Grad drin, wie ihr sehen könnt. Ja. Fakt ist einfach, dass mir so eine Benzinstandheizung zu teuer ist. Ich hätte sie gerne, aber das ist finanziell in keiner Relation zu dem, was ich bereit bin, dafür auszugeben. Und so eine Dieselheizung irgendwie extern, wie viele das haben, in der Außenbox und dann Luftleitungen nach innen legen und so, das ist mir alles zu tödelig. Da bin ich nicht so der Typ für. Bei mir muss das alles immer Hand und Fuß haben und nicht aufbauen, abbauen, anbauen, umbauen. Das will ich nicht. Naja, so, jetzt zeige ich euch den hier aber erstmal. Also, ihr habt hier verschiedene Modi, die man wählen kann. Mit halbem Lüfter, mit Zeitschaltuhr, Temperatur plus minus Zeit. Den Timer kann man einstellen und das Anmachen generell. Auf der Rückseite ist der Hauptschalter zum An- und Ausmachen und es gibt noch eine Fernbedienung. Das heißt, wenn ich dann hier mal so schön liege, mit meinen Wollsocken, dann könnte ich theoretisch hier an, aus
oder sonst was machen, dass ich gar nicht mehr unter der Decke weg muss. Was aber auch bei diesem Raum nicht so das Problem wäre. So, das Ganze nochmal gedreht. Ich werde jetzt einmal hier unten meinen Wechselrichter anmachen, dass wir jetzt hier diese 230 Volt haben. Das Gerät hinten einschalten und dann starten. Jetzt ist der so eingestellt auf 1000 Watt und ohne eine bestimmte Zeiteinstellung. Boah. Ja, und die Temperatur, ich weiß nicht, ob man das direkt hier an dem Gerät sichtbar hat, aber die Wärme ist halt direkt da. Also das ist nicht schlecht. Ja gut, ich will jetzt hier auch nicht eine Ewigkeit warten, was hier am Thermometer tut oder auch nicht. Ist ja auch nur direkt die Luft davor. Ja, jetzt ist er auf 13,6 direkt gesprungen. Und das kann man im Grunde am besten machen, wenn man irgendwo am LAN-Strom angeschlossen ist. Also wenn man irgendwo seine externe Stromquelle hat. Weil so über den Wechselrichter und die 100 Ampere Batterien bei 1000 Watt, könnt ihr selber rechnen, das geht nicht ganz lange gut. Anders ist es jetzt bei dem Gerät. Ich tausche das mal gerade eben. Den mal runterstellen. Stell den mal rüber. Das Thermometer 14,1 Grad. Und das hier halt so auf, ja, auf mittlerer Höhe, sage ich mal. So, bei dem Gerät ist es ähnlich. Ach ja, was ich noch erwähnen wollte, beide Geräte haben so eine Kippsicherung. Das heißt, hier dieser Knopf, der drückt sich beim Hinstellen rein. Und wenn das Gerät jetzt umkippen sollte, geht es auch direkt wieder aus. So, hier ist es nur so, einmal starten. Und man hat halt diese Strahlungswärme. Im Dunkeln ist es auch noch ein schönes Licht. Und es ist auch sehr angenehm, weil dieses Gebläse an sich von dem Heizlüfter, ich finde auch, das zieht immer ein bisschen. Ah, jetzt kommt die Sonne noch mal richtig durch. Ich halte mal gerade nach vorne. Ja, der Tag lohnt sich schon. Aber nicht vom Thema abkommen. Fakt ist hier mit diesem 400 Watt Strahler, da hat man halt ja, die Wärme, man spürt es halt richtig gut. Ich habe mittlerweile hier 15 Grad im Fahrzeug und die Temperatur steigt halt durchgehend. Also für mich reicht das. Ich bin jetzt auch nicht so der kälteempfindliche Mensch und muss daher sagen, dass ich mit 15 Grad im Fahrzeug im Winter definitiv sehr gut klarkomme. Wenn ich jetzt den Marvin zum Beispiel mit habe, der fühlt sich wohl so ab 25 Grad. Aber das ist für mich schon wieder ne, kurze Hose, T-Shirt, wenn überhaupt, von der Temperatur. Deswegen habe ich mich erstmal dazu entschieden, solange es keine guten und günstigen Benzinstandheizungen gibt, dass ich weiter über die Solaranlage heize. Beziehungsweise den Strom von der Solaranlage dafür nutze, um hier mit den Heizstrahlern oder Heizlüftern, je nachdem, zu heizen. Und das funktioniert auch ganz gut. Man sieht so ein bisschen an den Fenstern, da unten ist ein bisschen beschlagen. Aber mein Gott, es ist halt, ne, nur eine Glasscheibe. Da kann ich gut mit leben. Wenn man überlegt, da sind jetzt 15 Grad Temperaturunterschied nach draußen, mindestens, dann ist das, glaube ich, kein Problem. Ja, wie gesagt, es wird kontinuierlich wärmer und ich denke, dass das für mich im Moment die gescheiteste Lösung ist. Auch wenn ich mich da vielleicht wiederholen sollte, aber es ist halt so. Wenn einer von euch eine bessere Idee hat, auch bezüglich vielleicht einer Standheizung, schreibt mir das bitte. Also ich bin da durchaus empfänglich und ich würde auch Geld dafür ausgeben, wenn ich davon wirklich überzeugt bin.
dass das eine gute Lösung ist. Aber von den namhaften Herstellern wie Webasto und Eberspecher heißt es, glaube ich, finde ich die Preispolitik halt nicht so gut. Wenn ich sehe, dass andere Firmen wie Planar die Hälfte oder weniger kosten bei gleicher Leistung und die Leute wesentlich zufriedener sind langzeit oder auf lange Sicht. Also, nicht lange rumquatschen. Ihr habt jetzt alles gesehen, was ich euch zeigen wollte, glaube ich. Und wenn Fragen sind, schreibt mir Kommentare. Wenn nicht, wünsche ich euch alles Gute und wir sehen und hören uns dann bald wieder. Weil spätestens Ende März geht's wieder auf Tour. Also, macht's gut, euer Markus.